Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Heute am Samstag, in dem es das Booktuber-Treffen in Münster gibt. Und ja, ich werde heute ab 14 Uhr in Münster sein und vielleicht den ein oder anderen von euch auch dort treffen. Wer heute also noch nichts vorhat und in der Nähe von Münster wohnt, der kommt einfach mit vorbei. Wir treffen uns um 14 Uhr am Haupteingang des Hauptbahnhofes und ich freue mich mega. Also ich bin total gespannt auf dieses Wochenende. Es wird wieder eine wunderbare Zeit mit lieben Menschen, die man wieder sieht und tollen Menschen, die man dann auch kennenlernt. Und ich freue mich sehr auf dieses Wochenende, was für mich ja schon am Freitag im Grunde beginnt mit einer kleinen Reise und es dann weitergeht nach Münster am Samstag. Und auch wenn ich wahrscheinlich Sonntag zu Hause abends ankomme und fix und fertig bin, ist es doch genau das, was das Leben einfach mal besonders macht, wenn man einfach irgendwie auf Reisen geht und auch eine Stadt entdeckt, die man noch nicht kennt, denn ich war noch nie in Münster. Ich bin total neugierig auf die Stadt und hoffe da auch ein bisschen was zu sehen und freue mich da wirklich sehr drauf. Und mehr aber gar nicht zum Treffen. Ich habe dazu ja auch ein Ankündigungsvideo gemacht und auch in meiner letzten Woche, Bücherwoche, darüber gesprochen. Und heute soll es ja um die Bücher der vergangenen Woche gehen. Eine Woche, die sehr, sehr kalt war, also zumindest die gelesene Woche, die ja eine Woche zurückliegt, die sehr nass war und gefühlt sich der Sommer verabschiedet hat. Zum Glück war die Sonne dann ab Freitag, Samstag auch wieder vorhanden und man konnte so auch ein bisschen das Wetter genießen. Büchertechnisch war das Wochenende, an dem diese Bücherwoche begann, was ja im Grunde zwei Wochen zurückliegt, war es ein sehr heißes Wochenende. Ich glaube, es war auch noch bis Montag, glaube ich, heiß und ab Dienstag ging dann der Regen los. Und ich habe Samstag und Sonntag erholen sozusagen vom vorangegangenen Wochenende in Berlin mit Lesen zugebracht und habe im Garten liegend einen ganzen, also zwei Nachmittage sozusagen ganz viel gelesen. Und ich habe insgesamt 6 Bücher, die ich gelesen habe, beziehungsweise ist eben auch eins dabei, das ich abgebrochen habe. Und das ist tatsächlich schon eine ganze Menge. Ich frage mich, wie ich das wieder hinbekommen habe. Man merkt aber, dass natürlich auch die WM in der Woche so ein bisschen vorbei war und man halt nur 2 Fußballspiele hatte, dann im Grunde, also das Halbfinale ja hatte. Und das merkt man tatsächlich, dass man ein bisschen mehr Zeit hat und ich auch da keine Serie oder Ähnliches geguckt habe und eben einfach Zeit mit Lesen verbracht habe. An diesem Samstag begonnend habe ich dann Wie Buddha in der Sonne von Hannah Dietz und das ist auch das Buch, das ich abgebrochen habe. Obwohl es ein wunderschönes Cover hat, einen tollen Titel hat und auch sehr interessant klang, konnte es mich leider nicht so richtig überzeugen. So ein bisschen zeitgleich, beziehungsweise dann, als ich damit keine Lust mehr hatte, habe ich den dritten Teil der The Last Ones to Know Reihe gelesen, Rock My Soul von Jamie Shaw. Das ist eben der dritte Teil dieser Reihe und ich fand ja den ersten Teil sehr gelungen. Der zweite Teil gefiel mir ja nicht ganz so gut und war natürlich sehr neugierig, wie der dritte so sein wird und habe das auch ziemlich schnell an diesem Wochenende weggelesen. So auch von Gabriela Engelmann, Strandkorbträume. Das ist der vierte Teil aus der Büchernest-Reihe und ich fand es sehr schön, hier einfach nach Sylt zurückzukehren und Charaktere wieder zu treffen, die man im Grunde schon lange kennt und lange verfolgt und was im Grunde ein bisschen aus ihnen geworden ist. Ein Buch von einem Autor, den ich vorher nicht groß kannte, Noch ein Tag und eine Nacht von Fabio Wollo. Das war ja ein Buch, das im Leseklub für die Sommerbücher zur Auswahl stand. Ich glaube, das war das Buch, was Tanja sich ausgesucht hatte. Und ich hatte es mir damals gebraucht, im Grunde gekauft und ein zweites Buch von Fabio Wollo und fand hier nicht nur das Cover irgendwie super spannend, sondern tatsächlich auch so ein bisschen die Geschichte und dass man hier mal einen Mann in dem Liebesroman gefühlt als Protagonist hat. War einfach mal was anderes. Dann habe ich zusammen mit ein paar anderen lieben Lesern Der Club gelesen von Tarkis Würger. Eine Empfehlung einer anderen lieben Freundin. Und das ist mir gleich zum ersten Mal in Frankfurt über den Weg gelaufen. Und ich habe es ja dann bei Langer Blomqvist in Berlin, ich glaube für 7,99 oder so mitgenommen. Und das haben wir uns in 5 Abschnitte geteilt und gemeinsam gelesen. Und
ja, wie es mir gefallen hat, dazu dann natürlich mehr. Und parallel dann zu diesen echten Büchern habe ich als E-Book gelesen Children of Blood and Bone, Goldener Zorn von Tomi Adeyemi. Ein Buch, das in den USA unglaublich gehypt wird, was da wirklich im Jugendbuch-Genre, was im Jugendbuch-Genre absolut gefeiert wird. Und ich natürlich auch neugierig war, ob mich dieses Buch begeistern kann. Und das habe ich diese Woche dann auch herausgefunden. Ja, soweit zu der Vorschau. Es gibt, wie gesagt, keine Serie, ich habe auch keinen Film geguckt und habe wirklich sehr viel gelesen. Und natürlich nach wie vor bin ich immer noch im Musikfeeling. Vor allem hat es mir nach wie vor der Soundtrack von Greatest Showman angetan, den ich wirklich ständig und überall höre. Es gibt diese Woche tatsächlich gar kein Hörbuch, was mich im Nachgang so ein bisschen wundert. Warum ich da gar nichts parallel gehört habe, aber ich war, glaube ich, auch so ganz gut ausgelastet. Ja, und alles begann am Samstag im Garten mit Wie Butter in der Sonne von Hannah Dietz. Ein Buch, das knapp 330 Seiten hat und von mir nach ungefähr 100 Seiten, ich weiß gar nicht, ist das Lesezeichen noch drin? Nein, nach 100 Seiten abgebrochen wurde. Dementsprechend kann ich natürlich nicht komplett über die Geschichte des Buches sprechen, sondern nur, was mich dann auch daran gestört hat. Wir haben hier Frieda und Henning, ein Paar, das schon länger zusammen ist und auch verheiratet ist, die sich auf den Weg machen auf eine Tropeninsel, um einfach dem Alltag zu entfliehen und ihrem Leben einfach wieder ein bisschen Schwung zu geben. Und beide wollen sich da im Grunde erholen, wollen den Luxus genießen und auch die gemeinsame Zeit, die sie sich auch mit allerlei erotischen Gedanken sozusagen im Grunde dann verschönern wollen. Also die Gedanken dazu, also ihr versteht. Und alles in allem begleiten wir im Grunde dieses Paar auf ihrer Reise, die dann doch ganz anders abläuft als erwartet, denn in diesem Luxusresort ist gerade Umbauzeit und sie werden irgendwie in eine Villa verfrachtet, die ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, und dort müssen sie sich im Grunde auch das Haus mit anderen Touristen, mit anderen Gästen irgendwie teilen. Und man kann sich vorstellen, dass das nicht so richtig toll wird. Leider bin ich tatsächlich gar nicht viel weiter in diesem Buch gekommen, weil ich den Humor da drin überhaupt nicht lustig fand. Ich habe gemerkt, dass mich dieses Buch zum Lachen bringen wollte und auch sollte. Ich mir aber immer dachte, das ist mir viel zu flach, es war mir viel zu banal. Die Probleme der beiden, also dieses Pärchens, die fand ich total merkwürdig und dachte mir, ja, man kann sich auch aus Kleinigkeiten Probleme machen. Ja, natürlich ist das in Beziehungen so, ich will das gar nicht abstreiten, aber es war einfach so an den Haaren manches herbeigezogen, wo ich dachte, man kann sich eben auch über solche Dinge aufregen und dann eben probieren, für so Kleinigkeiten irgendeine Lösung zu finden und sich dann, man dreht sich gefühlt immer im Kreis. Der Schreibstil war sehr locker, er war flüssig, gar keine Frage, Hannah Dietz hat das schon irgendwie gut gemacht. Die Dialoge waren mir ein bisschen zu wenig und eben auch einfach zu platt. Es war mir viel zu flach, selbst für einen Zwischendurch-Roman habe ich mir immer gedacht, ach Mensch, also ein bisschen mehr würde ich mir tatsächlich schon wünschen. Und auch so die Gedanken dieser zwei, also unseres Pärchens, gerade so von Frieda, das war mir manchmal einfach zu merkwürdig. Also ich habe mich gefragt, wie eine Frau, ich glaube, sie ist ja auch schon Anfang 30, wenn ich mich jetzt nicht irre, und ich mir dachte so, wo kommt das her und wo geht das hin und warum? Und ich habe das einfach nicht so richtig verstanden. Ich habe auch die Probleme nicht nachvollziehen können, die sie mit der anderen Familie sozusagen hatten. Sie hat da über Klischees nachgedacht, sich gewundert, wenn Leute über sie geurteilt haben zu einem Klischee. Sie selbst hat aber alle in eine Schublade gepackt und sich dann eben über die Businessfrau aufgeregt und über den Mann dazu. Und das war einfach so Dinge, wo ich dachte, ach Mensch, also nee. Also selbst für ein Buch in der Sonne, für zwischendurch, da erwarte ich einfach tatsächlich trotzdem ein bisschen mehr. Und das hat mir dieses Buch einfach nicht gegeben. Und ich war nach 100 Seiten einfach so gefühlt ständig am Augenrollen, dass ich dachte, ach nee, ich kann nicht lachen, ich kann noch nicht mal schmunzeln. Ich bin eigentlich nur genervt, das brichst du jetzt einfach ab. Und da ich zu Hause war und Bücher zur Auswahl en masse habe, dachte ich mir, ich muss mich damit auch nicht irgendwie rumstreiten, sondern ich lege es jetzt einfach hin und gut ist. Und so war es für mich nicht brüllend komisch, wie es anders hinten beschrieben ist. Von daher gar nicht mehr zu diesem Buch, nach einem Drittel ungefähr abgebrochen, und es ist auch einfach in Ordnung, dass ich es nicht weiterlese. Wird aussortiert und ist sozusagen jetzt einfach erledigt.
Ja, als ich frustriert mit diesem Buch war, habe ich meinen E-Book-Reader geholt und habe Rock My Soul begonnen von Jamie Shaw. Das ist der dritte Teil der The Last Ones to Know-Reihe. Hier gehört eben auch Rock My Body und Rock My Soul, nein, My Heart. My Heart war der erste Teil dazu. Und wir haben hier ja diese Rockband aus bestehend aus unglaublich attraktiven, knackigen, heißen, jungen Männern. Und die natürlich auch noch alle singen können oder geil Gitarre spielen können und was weiß ich alles. Und wir treffen eben in jedem Buch auf ein junges Mädchen, das im Grunde sich irgendwie zu einem dieser Bandmitglieder hingezogen fühlt. Und es begann ja beim ersten Buch, war das eine sehr schöne Liebesgeschichte mit flirty und prickelnden Momenten, was ich absolut schön fand. Mich hat hier die Protagonistin schon ein bisschen genervt, aber das war halt so. Zu dieser tollen Geschichte war das so der Ein-Stern-Abzug. Beim zweiten Teil Rock My Body wurde es leider unglaublich sexlastig, was mich total genervt hat, weil ich mich in diese Protagonistin auch gar nicht einfühlen konnte, die gefühlt, oh, ich weiß auch nicht, 5 Kerle am Tag verschlungen hat und ich mir irgendwie dachte, ja, es ist jetzt auch mal irgendwie gut. Und dementsprechend war ich so ein bisschen kritisch, ob ich den überhaupt weiterlesen werde, aber da man eben E-Books relativ unkompliziert natürlich sich besorgen kann, habe ich mir den dritten Teil geholt, Rock My Soul, und habe mich hier gefreut, denn es ging hier um Sean. Und Sean liebe ich seit dem ersten Teil und der ist im Grunde immer so der Nebencharakter, war der beste Freund von dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, aus dem ersten Teil. Und Sean ist eben in Erinnerung geblieben, weil er ein ganz unglaublich sympathischer Charakter ist und wirklich sehr cool auch diese Band vervollständigt. Und ich habe mich hier mega gefreut, dass es im dritten Teil eben um Sean geht. Und es geht aber theoretisch natürlich um Kit, die wir als junges Mädchen, ich glaube 5 Jahre früher, kennenlernen. Da ist sie irgendwie 14, 15, 16, ich habe das Alter nicht mehr im Kopf, und sie steht total auf diese Band, die damals natürlich noch nicht so erfolgreich ist, und sie steht total auf Sean und trifft ihn dann irgendwann, lässt sich von ihm abschleppen und erlebt dann ihr erstes Mal eben mit ihm. Doch er meldet sich dann halt nicht mehr bei ihr, natürlich, weil er ein bisschen abhebt und er ist ja ein Rockstar und er hat gar nicht gemerkt, was es ihr bedeutet, und Riesendrama. Und ja, dann eben 5, 6 Jahre später bewirbt sie sich eben als Gitarristin in der Rockband, und das erleben wir, glaube ich, schon im zweiten Teil. Da ist eben die andere Sicht eigentlich erzählt von der Protagonistin, von die eben aus dem zweiten Teil, die eben auf Kit dann auch trifft, und das ist ganz schön, dass man hier immer so eine Verzweigung hat. Und ja, sie wird eben Gitarristin in der Band, verrät aber niemanden, wer sie ist und dass sie sich bereits kennen. Und man merkt so ein bisschen, dass Sean durchaus denkt, irgendwie kommt sie ihm bekannt vor. Aber sie fängt halt so das Spielchenspielen an und ja, erzählt ihm natürlich nicht, wer sie ist, und merkt aber dann doch, dass ihr Herz noch irgendwie an ihm hängt. Und dann ist sie eben auch manchmal sauer auf ihn, dass er es nicht mehr weiß, dass er sich nicht gemeldet hat. Dann ist sie manchmal sauer auf sich selbst, warum weiß ich es ihm nicht sagt, und ja, wie ihr merkt, leider diesmal auch nicht ganz so dieses Highlight, wie es für mich noch der erste Teil war, denn es ist zwar sprachlich sehr schön geschrieben, es geht sehr schnell, es ist sehr lebendig, es ist sehr modern, man kommt super durch die Geschichte, das ist keine Frage, man liest diese 400 Seiten im Nu gefühlt weg und man steckt halt schon so mitten in dieser Geschichte drin, und man kennt mittlerweile ja auch die ganzen Nebencharaktere, die ja in anderen Büchern durchaus auch mal der Hauptcharakter war, und man erkennt so die Verzweigungen, und es ist so das Gefühl, als gehört man in diese Clique schon mit dazu, und man versteht auch manche Andeutungen, die untereinander machen, und das ist tatsächlich super schön, und das macht mir tatsächlich sehr viel Spaß in dieser Reihe, in dieser Serie, ich weiß gar nicht, was ist das so, ja, irgendwas von beiden, und ich finde das tatsächlich sehr schön, und es unterhält mich und es macht auch Spaß. Aber ich kann mal wieder mit Kit nicht so viel anfangen. Allein so diese Vorgeschichte mit ihrem ersten Mal, dass sie sich da einen Rockstar sucht und man denkt sich so, okay, wie wahrscheinlich ist das so auf der Welt? Aber gut, über Wahrscheinlichkeiten wollen wir gar nicht sprechen. Und dann halt auch so diese Spielchengespiele, als sie eigentlich erwachsen ist. Und wo ich mir denke, warum sagst du dem nicht einfach, wer du bist? Stellst das klar, franzt ihn meinetwegen auch noch an, streitest mit ihm leidenschaftlich, warum er sich nicht bei dir gemeldet hat, der Mistkerl, und dann ist aber gut. Aber so wird über 200-300 Seiten immer wieder dieses Spiel gespielt. Und ich denke mir auch, Mädel, sprech's doch einfach aus. Sprech es an, mach dir Luft. Und dann habt ihr beide zumindest irgendwas davon. Und
ja, das fand ich tatsächlich sehr anstrengend. Und das sind dann eben auch die Momente, wo ich so ein bisschen Kopf schüttel, wo ich mir denke, Mensch, die Welt wäre halt viel einfacher und unkomplizierter, wenn die Menschen einfach miteinander sprechen würden. Und so ist das halt in diesem Roman auch. Natürlich muss sie das im Grunde für sich behalten. Und ja, natürlich muss sie sich darüber ärgern. Würde sie das nicht tun, wäre das Buch ja nach 100 Seiten im Grunde beendet. Würden die Leute miteinander sprechen, gäbe es ja nichts, was man erzählen müsste. Es ist ja wie bei einem Thriller oder Krimi. Würden die Leute einfach zur Polizei gehen, gäbe es ja auch nichts mehr zu erzählen. Ne? Also von daher, ich verstehe das natürlich. Aber es ist halt so ein bisschen, ach, es ist halt schon sehr kindisch. Und es ist für Menschen, die dann, glaube ich, ja tatsächlich schon Anfang 20 sind, ich weiß nicht, man traut irgendwie. Also man traut ja Kindern, sagt man ja gerne in Büchern, wenn Kinder Bücher lesen oder Jugendliche, die wissen das schon zu unterscheiden. Dann denke ich mir aber immer, warum hat man dann nur Charaktere, die mit Anfang 20 sich benehmen wie 12? Also das ist so ein Widerspruch immer mal wieder in sich. Und ich denke mir halt auch bei solchen Büchern, ja, und da kommt wahrscheinlich der Spießer in mir durch, was denken da wirklich junge Menschen? Also ich würde da gerne mal eine 14-Jährige fragen, die diese Reihe liest, wie sie sich ihr erstes Mal vorstellt und welchen Rockstar sie dazu gerne im Grunde treffen würde. Also das ist, ach, und wie das halt auch immer so gezeichnet ist und gezeigt wird, da denke ich mir immer, das ist so an der Realität doch irgendwie sehr fern. Zumindest, wenn man eben zu Beginn dieser Zeit in seinem Leben steht. Das ist so, ach, das. Da kann ich auch im Nachgang nur den Kopf schütteln. Ja, es war dennoch, es war unterhaltsam und ich habe auch Sean total angehimmelt. Es war wieder okay, es war eine Spur besser, fand ich, wie Band 2. Ich werde, denke ich, tatsächlich den vierten Band jetzt dann auch noch lesen, wohl dann in meinem Urlaub im August. Und ja, werde natürlich die Reihe dann eben auch einfach so als Ganzes betrachtet mal sehen, weil ich eben auch einfach diese Rockstar-Idee so schön finde und auch die Typen tatsächlich sehr sympathisch finde. Was ich immer sehr merkwürdig finde, warum das so eigentlich der Plan ist, dass man eigentlich die männlichen Protagonisten dann eigentlich mehr ins Herz schließt, als die, die einem diese Geschichte erzählen. Wer weiß, woran das irgendwie liegt. Ja, dann auch so im Grunde parallel, ich glaube, es war dann auch schon Sonntag, habe ich Strandkorbträume von Gabriela Engelmann gelesen. Und das ist tatsächlich mal ein relativ dünnes Büchlein von der lieben Gabriela Engelmann. Und es ist der vierte Teil der Büchernest-Reihe. Es gibt hier den Insel Zauber, den Insel Sommer und das Weihnachtsbuch war Wintersonnenglanz, bilde ich mir ein. Genau, und das ist noch gar nicht so lange her, da sieht man, alle drei Bücher erschienen sind. Und wir sind hier im Grunde wieder auf Sylt und treffen auf die Buchhändlerin Larissa und ihre Freundin Nele und auch die tolle Tante Bea. Und ja, wer im Grunde die vorangegangenen Bücher kennt, kennt natürlich auch die Charaktere. Es ist natürlich unglaublich schwierig, im Grunde zu einem vierten Buch irgendwas zu erzählen, weil natürlich die Geschichte sich natürlich so vom ersten Band an auch aufbaut. Ich bin auch gefragt worden von einer Freundin, ob man die Bücher unabhängig voneinander lesen kann. Ja, theoretisch kann man das tun, weil jede Geschichte in sich schon irgendwie abgeschlossen ist. Aber natürlich diese Zusammenkunft von Larissa und Nele und der Tante Bea, die werden natürlich schon im Teil 1, 2 und 3 im Grunde gefestigt und angefangen. Und man versteht manche Zusammenhänge dann natürlich auf jeden Fall besser, wenn man den vierten Teil, also nacheinander alles weggelesen hat. Und dann versteht man natürlich auch manche Konflikte, manche Gedanken, manche Ängste der Protagonisten einfach besser, weil man natürlich weiß, was ihnen schon im Leben passiert ist. Und ja, dementsprechend würde ich schon empfehlen, die Reihe als Ganzes sozusagen zu lesen und mit Insel Zauber war der erste, ne? Ja, Insel Zauber im Grunde zu beginnen. Das war auch, glaube ich, tatsächlich mein erstes Buch von der lieben Gabriela Engelmann, zusammen mit Eine Villa zum Verlieben, war das, glaube ich, bei mir ein Doppelband, den ich bei Chibo entdeckt habe. Und ich reise unglaublich gerne mit Gabriela Engelmann auf Inseln. Und ich finde auch hier auf Sylt, wo ich leider noch nicht war, man kann sich einfach diese Landschaft immer unglaublich gut vorstellen. Man hat ein Gefühl, als würde man direkt vor dem Meer stehen, als könnte man die Dünen sich vor Augen halten, als würde man durch diese Gassen gehen, durch diese kleinen Straßen, man würde die Häuser sehen und das macht Gabriela Engelmann einfach immer, immer wieder unglaublich gut und da ist sie auch einfach meine Inselfee geworden und ich bin einfach ein absoluter Fan von ihren Inselbüchern, das macht sie einfach großartig. Und man hat eben auch immer wieder das Gefühl, als würde man die Charaktere kennen, als wäre man irgendwie unter Freunden, als wäre man mit diesen Menschen an einem Tisch und die würden einem diese Geschichte geben, erzählen. Und man bekommt
unglaublich viele Gefühle und Emotionen und auch ein so Band zwischen diesen Freundschaften. Und das besteht eben seit dem ersten Band und das hat mir immer, immer wieder unglaublich gut gefallen. Und so bin ich auch super schnell durch diese Geschichte durchgekommen. Hier haben wir, im Grunde geht die Geschichte nahtlos an den Winterroman im Grunde weiter. Dort sind Dinge passiert, die eben hier auch weitergeführt werden. Und wir kennen eben alle Charaktere auch unglaublich gut. Wir treffen hier auf einen neuen Charakter, auf Sophie. Und die ist so mein großer Kritikpunkt, denn mit der bin ich tatsächlich überhaupt nicht warm geworden. Das war wirklich ein Charakter, wo ich dachte, Mensch, warum musste die jetzt hier so irgendwie auftauchen? Alles in allem ist aber auch der vierte Band dieser Reihe voll witziger Dialoge. Wir haben ganz, ganz viele Wohlfühlmomente, wo man wirklich sich so, ja, in der Sonne gesonnt hat und dachte, ach ja, das tut einem einfach gut, das tut dem Herzen, der Seele gut. Und auch einfach der Schreibstil von Gabriele Engelmann, den finde ich einfach sehr, sehr gelungen. Der ist sehr flüssig, der ist sehr modern, der nimmt einen mit, er hat tiefgründige Charaktere und er baut die eben auch wunderbar auf und aus. Und das ist einfach was, wo man eine Entwicklung über vier Bände jetzt einfach entdecken kann, gerade was Larissa und auch Nele angeht. Und ich bin auch einfach ein absoluter Fan von Tante Bea und ich bin einfach sehr verliebt in diese Buchreihe und eben als auch in den vierten Band, weil ich einfach auch, ja, diese ganze Geschichte und diese Atmosphäre einfach so toll fand. Und ich kann diese Reihe absolut empfehlen. Startet bitte mit Inselzauber und wenn euch das gefällt, lest weiter. Ihr werdet hier wirklich ganz, ganz viel Lesespaß haben, was mir einfach unglaublich gut wieder gefallen hat. Und wie gesagt, ich ziehe den Punkt so ein bisschen für den Charakter Sophie ab, weil ich mit ihr tatsächlich ja nicht so viel anfangen kann. Und die Idee auch wieder so fortgetragen wurde mit dem Buchcafé, fand ich wieder super schön, aber es ist so, es kommt manchmal eben auch so ein bisschen zu kurz, ne? Also das Hauptgeflecht sind dann die Charaktere und der Rest, der so im ersten Teil vielleicht noch vordergründig war, der wird hier im Grunde immer ein bisschen weniger. Was ich ein bisschen schade finde, aber es war für mich trotzdem ein kleines Highlight und hat mir ganz großen Lesespaß bereitet. Und wie gesagt, es war auch mega schnell an einem Sonntag im Garten weggelesen. Auch an diesem Wochenende, glaube ich zumindest, begonnen habe ich Noch ein Tag und eine Nacht von Vario Vollo. Und da sieht man tatsächlich, dass wenn man 4-5 Stunden an einem Nachmittag Zeit hat, dass man tatsächlich ein bisschen was an Büchern schafft. Ja, dieses Buch stand zur Auswahl im Leseklub, ich glaube irgendwann zu so einem Sommerbuch im April, Mai. Und mich hatte das Buch damals unglaublich angesprochen. Es war, glaube ich, das Leseklub-Buch von Tanja. Es hatte ein anderes gewonnen und ich habe mir das dann einfach gebraucht, zusammen mit einem zweiten Buch des Autoren, dann einfach mitgenommen. Es ist das erste Buch, glaube ich, was ich von einem italienischen Autor gelesen habe. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich schon was aus dem Diogenes-Verlag gelesen habe. Ich weiß gar nicht, ob das Parfüm von Süßkind nicht auch Diogenes war, bin ich mir aber gerade nicht so sicher. Ja, mich hat die Geschichte einfach angesprochen, weil wir hier eben einen männlichen Protagonisten haben, der uns im Grunde irgendwie eine Liebeslebensgeschichte erzählt. Und natürlich spielt die Geschichte auch in Italien, was ich einfach sehr schön und spannend fand. Denn wir treffen hier auf Giacomo, der seit Monaten im Grunde in einer Bahn auf eine junge Frau trifft. Und beide lächeln sich morgens immer mal wieder sehr nett an und gucken sich an, wünschen sich einen schönen Tag und gehen dann ihrer Wege. Und wir erfahren natürlich ein bisschen was aus Giacomos Leben mit seiner besten Freundin, die im Grunde verheiratet ist, ein Kind hat, die Ehe aber nicht mehr so gut läuft. Wir erfahren was aus seiner Kindheit, die Probleme zum Vater und dann auch zur Mutter, als der Vater gestorben ist. Und all diese Dinge aus der Lebensgeschichte erfahren wir von Giacomo. Eines Morgens spricht ihn die unbekannte, lächelnde Frau aus der Bahn an und möchte mit ihm spontan einen Kaffee trinken gehen. Wir erfahren, dass die junge Frau Michela heißt und am nächsten Tag aufbricht nach New York. Und das ist natürlich für Giacomo, geht da irgendwie die Welt unter, weil er denkt, oh, jetzt habe ich sie endlich kennengelernt. Und jetzt macht sie sich im Grunde auf und reist nach New York. Er bleibt ein bisschen verwirrt zurück, doch seine Freundin Silvia rät ihm dann einfach dazu, die Gunst des Momentes zu nutzen und ihr im Grunde zu folgen. Und damit beginnt im Grunde eine Liebesgeschichte, die irgendwie zeitlich befristet ist und die einen ganz anderen Blick auf die Welt, die Dinge und eben die Liebe zeigt. Und etwas, das ich total faszinierend fand und
mich total geflasht hat. Es ist für mich wirklich ein absolutes und unerwartetes Highlight geworden, diese Geschichte. Ich hätte nie damit gerechnet und war aber hin und weg von der Story, von der Idee, von der Umsetzung, vom Sprachstil und tatsächlich eben auch einfach von den Gedanken von Giacomo, wo man eben sagt, ja, man kennt natürlich, man weiß, wie Frauen denken, gefühlt in jedem Liebesroman geht es um Frauen und um ihre Gedanken und man selbst ist ja auch eine Frau und weiß, was man denkt meistens. Und es war einfach mal spannend, die andere Seite davon zu sehen. Und es hat mich einfach total geflasht. Denn es ist einfach so, dass auch neben dieser Liebesgeschichte, die ich schon sehr schön finde, die sich schön kennenlernen, die sich schön aufbaut und die eben auch diese Besonderheit der Befristung, dieser zeitlichen Befristung, die sich mitbringt, dass wir eben auch tiefgründige Veränderungen im Familien- und Freundesleben miterleben. Nicht nur in seiner Familie, sondern eben auch in Silvias Familie, da wo der Mann irgendwo so seine Probleme macht und sie sich immer fragt, wie wird das für ihr Kind, wie wird das für sich selbst, die eben auch bei Giacomo so ein bisschen sieht, wie es sein kann, wenn man ein Scheidungskind ist und auch Giacomos Leben sich im Grunde verändert. Wir haben hier eben nicht nur eine klassische Liebesgeschichte, sondern haben auch ein bisschen Leben mit bei. Wir erfahren so viel über Giacomo, über seine Beziehungen zu anderen Frauen, zu der Familie, zu den Eltern, ne? Und man erfährt da einfach so viel und das ist einfach unglaublich toll gewesen. Und ich finde den Schreibstil von Fabio Follo wirklich unglaublich gelungen. Ich finde, der macht das so, so gut. Er hat die richtige Länge an Zeit, ja, an Zeitgeschehen sozusagen drin stecken, dass man nicht zu lange in irgendeiner Entwicklung, in irgendeiner Geschichte steckt, sondern das wirklich schön in Dosen sozusagen erhält. Und es ist immer das richtige Maß. Manches wird ein bisschen tiefgründiger gezeigt, bei anderen Dingen geht es ein bisschen schneller. Und man hat hier so eine Mischung, die einen unglaublich gefesselt hat und mich unglaublich auch mitgenommen hat. Und es ist eben auch wirklich ein ganz, ganz toller Schreibstil, der so tiefgründig ist, der sehr echt ist, sehr spannend ist, der einfach unglaublich toll rüberbringt, was Menschen denken, fühlen und wie sie handeln. Und ich finde auch, er jongliert mit Worten, was ich einfach absoluter Hammer fand. Und ich bin wirklich total hingerissen, von seinem Schreibstil, von seiner Geschichte etwas rüberzubringen. Und ich finde eben auch, dass das innere Bild von Giacomo unglaublich gut und tiefgründig rübergebracht wurde. Also wirklich großartig und eben auch ein sehr spannendes Thema ist Beziehung auf Zeit. Also wenn man eben nur 3 Wochen hat oder 2 Tage hat oder wie sich solche Beziehungen aufbauen können, was der Grund dafür sein kann, wie das funktionieren kann oder funktioniert es eben nicht. Das ist natürlich was, was wir hier drin erfahren und auch wie eben Männer Frauen wahrnehmen, vermeintlich und natürlich auch umgekehrt. Wie denken Männer, dass Frauen Männer wahrnehmen? Das fand ich tatsächlich mega, mega spannend und das hat mich bei Fabio Follo wirklich absolut mitgenommen und ich fand es einfach großartig. Ein ganz tolles Buch, eine tolle Liebesgeschichte, eine Wahnsinnslebensgeschichte, Hammercharaktere, die ich wirklich ins Herz geschlossen habe, die mich mitgenommen haben, als wäre ich irgendwie ein Teil von ihnen und das im Grunde ja nur auf knapp 300 Seiten, wirklich so viel drin, so viel Emotion, so viel Gefühl, so viel zum Lachen, zum Weinen, zum Staunen, zum Nachdenken und ich bin einfach hingerissen. Also ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Ich bin absolut begeistert. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Buch von ihm, das irgendwo hier auch steht. Ich habe mein Regal letztens erst umgeräumt, ich weiß schon gar nicht mehr, wo es steht, aber ich kann es wirklich absolut nur empfehlen. Ich bin wirklich total geflasht, begeistert und hätte es einfach überhaupt nicht erwartet, dass so etwas in diesen Büchlein steckt und kann es daher wirklich absolut nur empfehlen und bin total gespannt, ob mich die zweite Geschichte vom Autor dann im Grunde auch so begeistern kann. Ja, ein bisschen weniger euphorisch komme ich zu Der Club von Takis Virga, ein Buch, was eine Empfehlung einer lieben Freundin ist. Und in Berlin habe ich mir im Langer Blomquist das Buch als Mängelexemplar dann auch zugelegt, ich glaube für 7,99 €. Und es jetzt zusammen mit Tanja, Mascha, Phil und Nettie, alle Kanäle natürlich unten in der Infobox, dann auch gemeinsam gelesen. Wir haben uns das auf 5 Tage eingeteilt, ist jetzt auch kein so dickes Buch, hat ganz gut geklappt. Und mich hat sehr interessiert, dass es hier eben um einen Club geht, der eben ja im Grunde an einem englischen College, irgendwie, also ein Geheimclub, es sich da behandelt und wir da so ein bisschen ja dahinter steigen, was in diesem Club vor sich geht. Das Buch ist tatsächlich mit einigen Preisen ausgezeichnet, war auch
auch sehr oft für irgendwelche Preise nominiert und hat unter anderem den Buchpreis bekommen, gehört zu den 5 beliebtesten Romanen der unabhängigen Buchhändler 2017. Und ich bin eigentlich sehr kritisch Büchern gegenüber, die irgendwelche Preise gewinnen, weil ich damit gefühlt selten Glück hatte. Das betrifft meistens auch Nobelpreisträger, wo es ganz selten mal einen gibt, wo ich denke, ja, der verdient das so in meinen Augen. Aber wer bin ich, um das im Grunde zu beurteilen? Ja, wir treffen hier auf den jungen Hans, als er noch ein Kind ist, der sehr früh seine Eltern verliert und eine kurze Zeit bei Mönchen aufwächst. Und eines Tages wird er dann von seiner Tante nach Cambridge in England geholt. Dort soll er den elitären Cambridge Club, Pitt Club, eintreten und für seine Tante dort im Grunde auch irgendwie spionieren. Denn es geschehen dort so ein paar merkwürdige Dinge und auch seine Tante ist merkwürdig und wir erfahren so ein bisschen sein Erwachsenwerden und dann eben auch, was den Pitt Club so besonders macht. Denn es gibt hierzu doch einige Gerüchte, auch dass Prinz Charles im Grunde hier in einem Abend mehr gelernt haben soll als in seiner ganzen Zeit in Cambridge. Und ich glaube, jeder, der schon mal von so Geheimclubs auf Colleges gehört hat, der weiß in etwa, was man sich unter dem Pitt Club so ein bisschen vorstellen kann. Auch ich habe schon die ein oder andere Verschwörungstheorie über verschiedenste Clubs gehört und auch schon 2, 3 Filme und Dokumentationen dazu gesehen, weil ich das tatsächlich mega spannend finde. Und das Spannendste daran ist für mich immer tatsächlich, dass da meistens nur Männer drin sind oder gefühlt immer, dass es in diesem Club keine Frauen gibt. Und man fragt sich, ob die Frauenclubs eben einfach noch nicht unter die Lupe genommen wurden oder ob das tatsächlich eher so ein Männerding ist. Aber das hat mit der Geschichte gefühlt überhaupt nichts zu tun. Ich war sehr neugierig auf die Geschichte, denn der Debütroman von Tages Würger wird eben schon sehr gefeiert, hat sehr gute Kritiken bekommen und er selbst hat eben auch in Cambridge studiert. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum er die Geschichte nach England verlagert, eben auch nach Cambridge und nicht irgendwie einen deutschen Standort sich dafür gedacht hat. Wundert mich so ein bisschen, weil manches doch sehr merkwürdig die Dinge erscheinen lässt und man sich fragt, ist das wirklich alles so wirklich britisch oder in welche Richtung könnte es gehen? Ich muss ehrlich sagen, mich konnte das Buch leider nicht ganz so begeistern wie alle anderen Kritiker gefühlt. Ich fand es leider nicht ganz so herausragend, wie ich es mir erhofft hatte. Und ich habe schon um Längen bessere Bücher und auch Filme und Dokumentationen gesehen, die diese Geheimclubs im Grunde einen näher bringen. Ja, Hans tut einem zu Beginn unglaublich leid, was ihm und seiner Familie im Grunde passiert und auch wie er da so lebt bei den Mönchen und dass er so eine etwas merkwürdige Tante hat. Und durch verschiedene Perspektiven, unter anderem eben zum Beispiel auch seine Tante, erfahren wir natürlich von der Geschichte so eine Rundumsicht, die tatsächlich das auch alles irgendwie sehr interessant machen. Aber mir persönlich waren es viel zu viele Perspektiven und man hat auch manchmal, es steht über den Kapiteln immer drüber, wer man gerade ist, also das ist gar keine Frage, das wird einem gezeigt. Manchmal gefühlt überliest man das aber einfach und fragt sich, wer bin ich gerade, wo und wann? Das ist das Problem, was ich sehr oft mit verschiedensten Perspektiven habe. Sie zeigen zwar das große ganze Bild sehr angenehm und machen da auch eine runde Geschichte daraus, aber es ist mir manchmal viel zu schnell gegangen, auch ein Kritikpunkt in dieser Geschichte, dass die Abschnitte sehr kurz waren, dass es sehr schnell ging, dass manchmal nur so 1,5 Seiten was erzählt wurde und dann war man schon die nächste Perspektive. Das habe ich tatsächlich konnte das nicht so richtig nachvollziehen. Für mich war das sehr verwirrend. Ich habe das manchmal nicht auseinander erklärt bekommen, war dadurch auch manchmal wirklich zu verwirrt, um der eigentlichen Geschichte zu folgen. Zudem gibt es hier unglaublich viele Klischees, die mich total aufgeregt haben, die man eben aus diesen Verschwörungstheorien durchaus kennt und zur Genüge kennt. Und ich frage mich, warum er diese Klischees hier mit aufgenommen hat. Wenn er etwas Neues, anderes machen wollte, etwas Echtes, dann gehören für mich einfach diese Klischees gefühlt nicht so da rein. Und man merkt aber diesem Buch durchaus so die Message an, dass eben, manchmal das Böse sehr banal sein kann. Und das fand ich tatsächlich wieder einen sehr spannenden Gedanken, weswegen das Buch eben durchaus okay und lesenswert ist, wenn es auch mich jetzt nicht absolut begeistert hat. Denn das Böse steckt eben im Detail und kommt eben manchmal doch sehr merkwürdig daher. Und ich bin ja sehr fasziniert von dem
bösen Dingen in Menschen und habe ja dazu zum Beispiel auch sehr viele Biografien zum Zweiten Weltkrieg gelesen, deswegen ich da ja so gefühlt eine Sperre und einen Overflow habe, weil ich immer dieses Böse gesucht habe in den Menschen und was das ausgelöst hat und warum man das Böse manchmal eben sieht und manchmal nicht. Und das kommt hier in diesem Buch eben auch sehr interessant rüber. Sehr schade fand ich aber, dass es eben alles sehr schnell ging, dass man keine Gesichter vor Augen hatten, dass kein Film ablief vor einem, dass man irgendwie nach wie vor die Personen, über die man liest und auch die einem was erzählen, gar nicht greifen konnte. Es war irgendwie okay. Ich kann den Hype tatsächlich überhaupt nicht verstehen, weil dieses Buch überhaupt nichts Neues zu diesen Clubs im Grunde beiträgt. Und auch wenn man Hans irgendwie ins Herz schließt und sich so denkt, Mensch, der arme Junge, konnte er einen eben auch nicht richtig berühren oder emotional mitnehmen. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr schade. Das große Rätsel am Ende war dann leider nicht so überraschend wie gedacht. Ich hatte da relativ schnell mit gerechnet, was es damit auf sich hat, weil das eben oft in Verschwörungstheorien dieser Clubs sozusagen ist. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, ja Steffi, wenn du dich mit diesem Thema vorher schon beschäftigt hast, dann mag das alles nicht mehr so spannend sein. Daran kann es tatsächlich liegen. Das will ich gar nicht abstreiten. Na, also das kann ich mir durchaus so erklären, dass ich eben da keinen so richtigen Zugang mehr bekommen habe, weil ich eben schon so viel gelesen habe oder auch Filme darüber gesehen habe. Also es gibt einen ganz tollen mit Sam Claflin, den ich absolut empfehlen kann, der das viel, viel besser rübergebracht hat, was diese Clubs für diese jungen Männer bedeuten, was darin passieren kann. Und als es eben der Club getan hat. Wer sich vielleicht noch nicht mit der Thematik beschäftigt hat, finde das Buch vielleicht ganz interessant. In der Leserunde gefühlt waren wir uns alle aber doch recht einig, dass es uns nicht ganz so begeistern und fesseln konnte. Was ich sehr schade finde, wir finden bestimmt mal wieder ein schöneres Buch, ein besseres Buch, ein spannenderes Buch. Aber ja, leider konnte es mich nicht so begeistern, wie ich das erhofft habe. Und ich bin tatsächlich froh, dass ich es als Mängelexemplar für 7-8 Euro gekauft habe. Ich glaube, 22 Euro für diese gebundene Ausgabe, da hätte ich mich ganz schön drüber geärgert. Und nein, natürlich wiegt ein Preis eine Geschichte nicht auf, aber ich meine, es ist ein dünnes Büchlein, interessant gebunden, aber mir auch nicht dafür tatsächlich 22 Euro. Hätte ich mich vielleicht tatsächlich schon geärgert. Und parallel zum gemeinsamen Lesebuch habe ich dann begonnen mit Children of Blood and Bone, Goldener Zorn von Tomi Adeyemi. Ein Buch, das, wie gesagt, absolut gehypt wird in den USA und bereits euphorische Stimmen bekommen hat, bevor es überhaupt in Deutsch erschienen ist. Und man natürlich auf so ein Buch durchaus aufmerksam wird, wenn man eben ein Fan von dystopischen Jugendbüchern mit High-Fantasy-Elementen eben denen zugetan ist. Und das bin ich ja definitiv. Und ich habe dann auch dieses Cover gesehen, was ich sehr, sehr ansprechend fand, was mich so direkt ein bisschen gepackt und gefesselt hat. Und ich mir dachte, diese Geschichte musst du einfach lesen. Und ich war natürlich dann total gespannt darauf. Ich wollte es auch schon vor 2 Wochen lesen und letzte Woche lesen. Diese Woche habe ich mich dann so entschlossen. Es wurde einfach Zeit, dass ich es lese. Und ich war sehr neugierig. Es gibt unterschiedlichste Stimmen. Wenn man sich so ein bisschen die Sternebewertungen anguckt, merkt man, dass es gefühlt entweder nur ein total euphorisch gibt oder ein okay, ich bin enttäuscht. Und ich dachte mir, mal gucken, wo ich mich da so einwände und war natürlich auch durch diesen amerikanischen Hype so ein bisschen neugierig geworden auf die Geschichte. Ja, wir begleiten die junge Celie, die in der sogenannten Blutnacht ihre Mutter verloren hat. Und in dieser Nacht war es so, dass der König alle magiebegabten Menschen, die Magie, abgeschlachtet hat, um eben die Magie auszuradieren. Er wollte in seinem Königreich keine magischen Menschen mehr um sich herum haben, weil er immer der Meinung war, dass die Magie eben das Böse auch anzieht und sich die Magie irgendwann gegen ihn und eben die Nicht-Magischen im Grunde wendet. Doch es gibt im Grunde irgendwie eine Möglichkeit, wie wir in diese Geschichte eintauchen, um die Magie zu retten und zurückzuholen. Und so macht sich Celie mit ihrem Bruder Zain und Freunden auf den Weg, um im Grunde die Magie zurückzuholen. Und bewegt sich im Grunde dann in dieser neuen Welt, die wir kennenlernen. Und wir haben hier eine absolut sehr kreative, erfundene High-Fantasy-Welt, die ich wirklich sehr spannend fand, von der wir aber leider viel zu wenig erfahren. Und das ist wirklich unglaublich schade, wie ich fand, denn ja, ich bin natürlich jemand, der im High-Fantasy-Bereich gerne liest, wenn Welten
ja, viel beschrieben werden. Ich möchte wissen, wie die Menschen dort aussehen, wie die Welt aussieht, was unterscheidet sie zu unserer Welt, wie nehmen die sich wahr, wie können wir das wahrnehmen, was gibt es für Unterschiede. Ich würde auch Orte unglaublich gern beschreibt wissen. Das hat leider die Autorin für mich nicht so gelungen gebracht, denn die Welt blieb doch ein bisschen auf der Strecke, weil wir, auch wenn wir hier auf Reisen gehen mit Celie, wir immer wieder, also ratzfatz so von Ort zu Ort gehen und gar nicht irgendwie uns auf diese Orte konzentrieren können, sondern nur, dass wir da halt uns fortbewegen. Und sie macht das mit so einer Hast. Sie hetzt durch ihre eigene Welt, wo ich denke, Mensch, Mädel, bleib doch einfach mal einen Moment stehen, dreh dich mal um, lass uns mal irgendwie daran teilhaben, was hier passiert, und dann geh gerne bitte einen Schritt langsamer weiter. Also mir war es unglaublich hektisch, es war eine Hetzerei, wie ich das überhaupt nicht aus dem High-Fantasy-Bereich kenne, wo ich echt dachte, Mensch, ja, es mag nicht jeder, so wie ich, vielleicht einen Tolkien oder auch George R. Martin macht das ja sehr großartig, der eben verweilt an Orten und die erstmal rüberbringt. Das mag nicht jeder. Das ist vielleicht auch in einem Jugend-High-Fantasy-Buch gar nicht so gewünscht, aber so irgendwie ein bisschen muss ich mir diese Welt doch vorstellen können. Es ist eine sehr spannende Geschichte und gerade der Gedanke mit der Magie, der hat mir unglaublich gut gefallen. Auch wie diese Magie funktioniert, wie sie in die Welt zurückgebracht werden soll und warum natürlich die Nicht-Magischen davor Angst haben. Das ist sehr spannend, sehr innovativ und neuartig. Aber leider ist die Umsetzung überhaupt nicht neuartig und innovativ, sondern so gefühlt hat man das eben alles schon mal gehabt. Es gab sehr viele Momente, wo ich mich an Panem erinnert hatte. Es gab Momente, wo ich mich an die Bestimmung erinnert habe. Es gibt allerlei Dinge, wo ich immer dachte, ach, das hatte man schon irgendwie so. Und es war leider nicht so ganz, ja, innovativ, euphorisch, wie ich mir das einfach gewünscht hätte. Zudem haben wir 4 Perspektiven, die uns erzählt werden. Und das fand ich auch einfach viel zu viel. Ja, man wünscht sich natürlich so einen Rundumblick und ich fand das auch einfach schön, dass wir unterschiedliche Menschen hatten, die uns die Geschichte näher bringen. Aber es war einfach nicht unterschiedlich genug. Man hatte das zum Beispiel bei Kuss der Lüge, da hatten wir ja meistens 3 bis 4 Perspektiven und da hat einfach sich der Schreibstil ein bisschen verändert in den Perspektiven. Also man hat gemerkt, dass die Aussprache, die Gedanken von einem Mann anders sind wie von einer Frau. Also das hat man einfach gemerkt. Und Tomi Adeyemi hat aber nicht diesen Perspektiven eine eigene Stimme gegeben. Tolles Beispiel auch Elias und Laia. Wir haben diese 2 Perspektiven und Elias denkt und spricht einfach ganz anders mit uns als Leser, als es Laia macht. Und man merkt eben schon im Schreiben, im Lesen sozusagen, dass man jetzt ein anderer Charakter ist. Und das hat leider Tomi Adeyemi überhaupt nicht gemacht. Es klang gefühlt alles gleich, alles hatte die gleichen Emotionen, jeden hat alles gleich aufgeregt, jeden hat alles gleich mitgenommen. Und dass das eben, also es war nicht monoton, aber man hat keinen Unterschied zwischen den Charakteren gespürt. Und das fand ich unglaublich schade. Ich weiß nicht, wie das beim Hörbuch ist, ob es da verschiedene Sprecher vielleicht gibt oder die das ein bisschen anders rüberbringen. Ich fand das als Leser manchmal unglaublich verwirrend. Zudem sind natürlich auch diese Namen alle mega kreativ und manchmal liest man eben einfach und denkt sich, wo bin ich jetzt eigentlich? Wo hat der Charakter gerade aufgehört und wieder angefangen? Das war 4 Kapitel zurück und ich habe manchmal einfach gebraucht, um immer in diesen neuen Perspektiven Fuß zu fassen, um da reinzukommen. Das fand ich tatsächlich sehr schade. Was ich auch sehr schade fand, ist, dass es Probleme gab, die gefühlt zu Beginn, wenn sie auftauchen, unlösbar erscheinen, dann aber mit einem Schwupp auch gelöst werden konnten, was ich ein bisschen merkwürdig fand, weil sich unsere Charaktere durchaus auch manchmal ein bisschen sehr naiv anstellen. Auch sehr schwierig fand ich so die Idee mit den Göttern, die es gab, die ja alles lenken und leiten. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil man dann natürlich als Charakter eigentlich gar nicht losziehen muss, um was zu verändern muss, denn das Schicksal hat man ja nicht selbst in der Hand. Und das hatte man hier drin immer mal wieder das Gefühl, dass das alles auf die Götter geschoben wurde. Und ich dachte mir dann so, ja, was jetzt? Willst du für dein Schicksal selbst verantwortlich sein oder willst du es den Göttern in die Schuhe schieben? Und man macht sich dann natürlich auch so ein bisschen leicht. Zudem haben wir unglaublich viele Klischees, die bedient wurden. Wir haben die verwöhnte Prinzessin, die eine mutige Kämpferin werden. Wir haben den Prinzen, der eigentlich Magie hasst und dann aber merkt, dass sie selbst in sich auflodert. Und wir haben natürlich auch durch diese 4 Perspektiven, die wir haben, so überschneidende Liebesgeschichten. Und ich weiß nicht, warum man in jedem Jugendbuch immer irgendwelche Liebes-3-4-Ecke einbringen muss. Gut, hier ist das einfach so überschneidend.
Ach, das fand ich manchmal ein bisschen anstrengend, weil zu dieser ganzen, wir hetzen durch diese Welt, wir hetzen von Geschehnis zu Abenteuer und kommt dann eben auch noch so dieser Liebesaspekt, wo ich dachte, eigentlich haben wir dafür gar keine Zeit. Leute, wir sind hier dabei, die Magie in die Welt zu bringen. Spart euch eure Liebesgeschichte für, wenn das hier hinter euch gebracht ist. Und das ist so voll von Geschichte und man hat gar keine Zeit, auf 600 Seiten das alles so zu fühlen und mitzuerleben. Und das fand ich so schade. Und ja, zudem waren mir die Liebesgeschichten leider auch ein bisschen zu plump. Also, ja, dennoch, und das muss ich einfach sagen, fand ich die Geschichte und die Idee spannend. Und ich glaube, dass man, wenn man noch nicht so viele Jugendbücher gelesen hat wie ich, noch nicht so viele Jugend-High-Fantasy-Geschichten kennt, dass man durchaus Spaß hat mit der Geschichte. Wenn man eben von dieser Liebesgeschichte absieht und auch diese Hetzerei irgendwie hinnimmt und okay findet. Denn auch die Charakterentwicklung ist so ein bisschen mau und gibt auch viel zu viele Zufälle. Und wir haben hier zum Beispiel auch, also es gibt eine magiebringende Sonnenwendfeier und die ist zufällig gerade in 4 Wochen, obwohl sie sonst nur alle 100 Jahre passiert. Und am Anfang wirken diese 4 Wochen, oh, wir schaffen das nie. Und dann lassen die sich aber Zeit und dann nur noch eine Woche und dann schwupps sind wir da. Und da passieren so Dinge, wo man sich denkt, es ist manchmal nicht rund und es ist manchmal auch leider sehr unlogisch, wie ich fand. Und es gibt eben auch immer mal so Probleme, wo man denkt, naja, aber es ist doch eigentlich kein Problem. Und dann ist das gelöst und es wird gefeiert und man denkt sich so, es war doch von vornherein klar, dass das gar kein Problem ist. Und ja, es war tatsächlich, also es war spannend, es hat mich ja sozusagen an den Mann gehalten, zur Stange gehalten, weil ich habe es gelesen und ich habe es jetzt auch in 4, 5 Tagen durchgelesen und fand es auch wirklich gut. Aber es gibt einfach zu viele Dinge, die mich geärgert haben, genervt haben und gerade diese Hetze, das war einfach was, oder ja, diese Raserei durch diese Welt, das war einfach was ich sehr unschön fand. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob ich weiterlese, auch wenn der Cliffhanger am Ende sehr gemein ist, weiß ich nicht, ob ich nicht einfach jemanden frage, der weiterliest und mir das einfach erzählen möchte, weil so richtig packen, fesseln konnte es mich halt nicht, also... Ja, zudem muss man natürlich auch sagen, ist die Welt, in der wir uns hier befinden, natürlich ein bisschen angelehnt auch an die Mythologie, glaube ich, von Afrika, wo die Autorin ja auch herkommt. Und es wird natürlich auch so ein, mit diesen Rassen, die wir hier drin haben, die Magie und die Nicht-Magier, das wird gerne bei den Amerikanern natürlich auch auf Schwarz und Weiß gelenkt, wo ich so denke, ja, das mag in Amerika irgendwie ein Problem sein oder eben auch nicht. Mich kann man damit nicht erreichen. Ich hatte noch nie ein Problem, wenn ich von Freundschaften von Zwergen und Elben gelesen habe oder den Menschen und den Hobbits, oder da habe ich noch nie ein Problem gehabt. Und ich weiß auch nicht, ob das sozusagen das Rassenproblem zwischen Schwarz und Weiß irgendwie lösen wird, indem man das umswitcht auf magische Menschen und nicht magische Menschen. Ja, wie ihr seht, eine sehr bunt gemixte Bücherwoche, von abgebrochenen Büchern über Bücher, die mich enttäuscht haben, hin zu Augenrollbüchern, zu doch 2 Highlights, die mich ein bisschen überrascht haben. Zumindest das eine. Also Fabio Volo, war wirklich überraschend. Und es war schon irgendwie eine interessante Bücherwoche, jetzt auch so rückblickend betrachtet. Fand ich das tatsächlich ganz interessant und es waren doch ein paar Bücher dabei, wo ich ja im Grunde auch vom Sub einfach mal befreit habe und ich gar nicht böse darum bin. Und mal schauen, was die nächste Bücherwoche sozusagen bringt, was ich ja schon so zum Teil weiß, aber ihr jetzt natürlich noch nicht. Und das war es jetzt auch zu der Bücherwoche. Wie gesagt, es gab ja auch keine Serie, keinen Film, es gab nichts sonst Spannendes in meinem Leben. Dafür gibt es heute das Münster Booktuber-Treffen. Und wenn ihr Lust habt, kommt da einfach um 14 Uhr vorbei. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und ich glaube, viel mehr muss ich jetzt auch gar nicht erzählen. Doch, das ist am Freitag, dem 27., der ja dann theoretisch nächste Woche ist, eine totale Mondfinsternis gibt, wenn es nicht eine Sonnenfinsternis war. Nein, es war eine Mondfinsternis und wir haben zudem einen Blutmond, weil Mars sehr nahe in diesem Einzugsgebiet von Sonne und Mond steht und das Rot sozusagen reflektiert. Und ich bin mega gespannt. Man kann das, wenn schönes Wetter ist, es nicht bewölkt ist, eben auch aus Deutschland beobachten. Ich glaube, so gegen 21 Uhr, 22 Uhr geht es irgendwie los und man sieht schon, sobald der Mond aufgeht, dass er eben diesen roten Touch hat und dann eben wie im Grunde die Mond
Mondfinsternis vor sich geht. Das ist was, was ich sehr faszinierend und beeindruckend finde. Und ja, das ist am 27. Guck da einfach mal im Internet nach, da stehen alle möglichen Details. Und ja, das passt ja jetzt ganz gut so in Vorankündigung zum nächsten Freitag. Und ja, das war es jetzt auch soweit von mir. Vielleicht kennt ihr ja eins der Bücher, die ich gelesen habe und wollt dazu auch ein bisschen was erzählen oder erzählt, was euer Highlight der Woche war. Vielleicht gab es ja auch ein überraschendes Highlight der letzten Wochen bei euch und ihr wollt das einfach mit mir und uns teilen. Dann natürlich gerne in die Kommentare. In den Infobox findet ihr alle möglichen Informationen und ich danke euch jetzt einfach fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.